Willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, erstmal hier alles zurechtrücken. Jupp, was ich noch sagen wollte, Pyrokar, ne? Also wenn du deinen Hammer nicht rausrückst, dann und euch die Leute hier angreifen, dann müsst ihr mit dem Hammer leider weg, die weghauen, weil ich werde nämlich auch weggehen. Und zwar, bevor ich das mache, habe ich mir natürlich wieder im Schnitt gesehen. Mann, guck doch mal, du hast noch einen Trank bekommen. Elixier des Geistes. Na, mal gucken, ob das was bringt, ne? Okidoki. Zurück zur Varaneninsel, damit ich wieder zurück nach Adarmos kehren kann. Ups. Volker. Ja, hoffen wir, dass alles glatt läuft, weil ich muss ja zu Kayo wieder hin. Und jetzt muss ich mal eben knallhart überlegen, wer bringt mich nochmal weg. Für den König. Oder muss ich auf so ein Schiff jumpen? Nein? Hab's vergessen, Leute. War es ein Schiff hier irgendwie? Nein, das warst du auch nicht. Jetzt total, oder war es Harald? Nee, ich muss erstmal gucken. Nee. Ja, meine Herren, ich und mein Gedächtnis. Was, Harald? Bring uns bei, wie ich mein Schild repariere. Lass uns Training beginnen. Nee. Mann, wer schickt mich nochmal zurück? Übel. Das war doch hier, das war doch unser Paladinchen hier, Gernot, oder? Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Ja. Ach. Kehren wir zurück an Bord. Ja. Gut, es geht sofort los. Da sind wir wieder zurück an Bord. Sailing, sailing, lalalala. Ich kann es nicht glauben. So, da sind sie alle wieder. Oh Gott, ist das diesig. Das ist so diesig wie bei mir hier, wenn ich alles voll dampfe. Okay, wohin können wir jetzt segeln? Adarmos. Wohin können wir jetzt segeln? Bestimme den Kurs. Ja, das weiß ich doch. Ich möchte zurück nach Adarmos. Segeln wir zur Insel Adarmos. Gut, wir werden sofort lossegeln. Ja, dann segel mal bitte. Oh. Er hat jetzt... Nee, okay, er steht immer noch da. Gucken, gibt es was Neues? Nein. Von da aus mal wieder ins Korsarenlager. Reicht die Mana? Das reicht noch richtig. So, runter. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Kayo sagt. Oh, da haben wir so ein bisschen Einrändern hier. Obwohl die Insel ja nicht so groß ist. So, vielleicht sollte ich dann auch noch mal kurz, bevor ich ihn anspreche, abspeichern. So, Kayo anspreche. Was habt ihr jetzt vor? Meine Mission ist gescheitert? Warum? Davon lasse ich lieber die Finger. Warum? Meine Mission ist gescheitert, Meister Kayo. Pyrokar hat sich also geweigert, uns den Heiligen Hammer zu überlassen. Jetzt bin ich gespannt. Ehrlich gesagt, hatte ich so etwas schon befürchtet. Was können wir jetzt noch gegen zionsmächtige Kreaturen tun? Ich bin ratlos. Ich fürchte, dass wir alle die Insel verlassen müssen, bevor es zu spät für uns ist. Das hat er doch. Gibt es denn keine andere Waffe, womit man diese Golems aus magischen Erz bezwingen kann? Leider nein. Es gab mal in alter Zeit eine ebenso mächtige Waffe wie den Heiligen Hammer. Aber das sind alte Geschichten. Vielleicht doch nicht. Wo soll es denn diese andere Waffe gegeben haben? Nicht weit von hier. Auf der Insel Tamora. Auf Tamora, Meister Kayo? Das wäre ja wirklich nicht so weit weg von hier. Was wisst ihr über diese Waffe? Nicht viel. Sie wird die Heilige Axt genannt. Der Wassermagier Telen, der auf Tamora lebt, könnte dir hierzu allerdings mehr sagen. Dann gebt mir doch einfach ein Schreiben für Telen mit, damit ich mit ihm sprechen kann. Vielleicht kann er uns ja helfen. Ich glaube nicht. Dafür müsste er diese heilige Waffe schon in seinem Besitz haben. Das wäre schon wirklich ein Wunder, wenn dies so wäre. Aber da wir sowieso nichts mehr zu verlieren haben, werde ich dir ein Schreiben für ihn mitgeben. Ja, hoffentlich. Warte, ich schreibe gerade die paar Zeilen. Dann kannst du den Brief haben. Ich kann das nicht glauben. So, fertig. Hier hast du den Brief. Gut, ich mache mich dann auf den Weg. Viel Erfolg. Innos möge mit dir sein. Aha. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich habe natürlich vergessen, den Brief zu lesen für ein Pyrokar. Aber jetzt will ich mal sehen, hier ist jetzt wirklich was gescheitert. Ah, nichts gescheitert, nur die paar Dinger da. Ja, dann gucken wir doch mal. Botschaft nach Tamora. Kayo schickt mich nun zu den Wassermagier, Telem nach Tamora. Dieser soll Kenntnisse über eine alte Waffe, die Heilige Axt besitzen. Allerdings ist diese Waffe verschollen. Schergen Belias, jetzt muss ich nochmal gucken. So, ist mir nicht gelungen. Gab Kayo mir einen neuen Auftrag, also nur so...
Also, ich muss nach Tamora reisen. Ja, liebe Leidl. Das ist jetzt natürlich wieder ein Ding, ne? Ja, da muss ich natürlich eben nochmal gucken. Hier, Botschaft nach Tamora hatten wir ja schon. Dann gab es nämlich noch mit irgendwas für Pyrokar. Das ist mal so schnell weg. Ah, unter erfüllte Mission. Botschaft für Pyrokar. Ich habe Kaio mitgeteilt, dass Pyrokar sich geweigert hat, den Heiligen Hammer mir herauszurücken oder zu geben, je nachdem. Gut, dann haben wir das auch. Dann gucke ich mal nach, wo dieses... wo das Schreiben ist. Das will ich doch mal lesen. So, hier kann ich nochmal den Brief an Pyrokar lesen. Wir benötigen deinen Beistand. Unsere Insel wird von mächtigen magischen Golems bedroht, die anscheinend unbesiegbar sind. Solche mächtigen Gegner kann man nur mit einer Waffe bezwingen, wie im Heiligen Hammer. Mit ihm, bitte gib ihnen diesen tapferen Streiter, Herr Innos. Er bringt diesen auch später wieder zurück. Ja, dann gucken wir nochmal weiter nach dem anderen Schreiben. Und zwar den Brief an Telem. Auch diesen werden wir mal lesen. Werter Bruder Telem, wir benötigen deinen Beistand. Unsere Insel wird von mächtigen magischen Golems bedroht, die anscheinend unbesiegbar sind. Auf Korinnes gibt es zwar eine mächtige Waffe gegen solche Wesen, doch Pyrokar weigert sich, den heiligen Hammer herauszugeben. Hessisch. Weißt du vielleicht Rat, Kaio? Jep, dann werde ich wieder mal zurück. Ja, rumschwimmen, weil ich will ja diesen magischen, unbezwingbaren Golems ja nicht über den Weg laufen. Also auf zum Dorfvorsteher, zu meinem Schiffchen da. Let's will jump, jump. Da sind wir wieder. Ist ein bisschen dunkel. König. Ja, ja, bin ich auch dafür. For the King and Country. Aber erstmal, bin ich wieder so groggy hier. Ja, mal ein bisschen schlauer wie hier. Ich wundere. Es werde Licht. Und dann fahren wir jetzt mal die große Überfahrt nach Tamora, ja auch, war ja. Gucken, was ich da wieder übergeknüppelt bekomme. So, ich speichere mal lieber. Wohin? Bestimme ja, ich darf den Kurs selbst segeln bestimmen. Wir zu der Insel Tamora. Gut, wir werden sofort lossegeln. Sailing, sailing, lalalala. Ja, da sind wir wieder am Strand vor Tamora. Da müssen wir nur noch diesen Telem finden. Ich gucke aber trotzdem noch mal ein bisschen, ob es hier irgendwas Neues gibt. Schreibt mal in die Kommentare, also diejenigen, die das Spiel kennen, ob auf den Inseln, die da jetzt kapitelabhängig sind, neue Pflanzen, neues Loot, also gibt, ja, so wie es aussieht, hier wohl eher nicht. Gut, ich werde bestimmt eine Raune haben, eine Allraune, eine Rune natürlich, wie ich oben zur Burg komme. Ja, ich glaube, hier wird wohl nichts Neues sein, sonst hätte ich doch hier irgendwie was bemerkt, gehört. Jep, dann gucke ich mal nach einer Rune. Jawohl, jetzt erstmal hier die Runen habe ich mir jetzt erstmal angelegt, so wichtige Runen, damit ich schnell irgendwo hinkomme und nicht immer im Nachhinein noch pausieren muss und erstmal anlegen. So, jetzt geht's mal auf zu Telem. Mal gucken, ob der uns wirklich weiterhelfen kann oder ob der auch irgendwie sagt nein. Ich hoffe, dass Telem bereitwillig ist und uns weitere Informationen dieses verschollenen Artefakts geben kann. So, der Buchkommode. Ja, die habe ich alle durchgelesen. So, der war ja immer ganz oben. Da, wo es immer so Erdbeben gab. Brumm, brumm. Ja, ja. Und dann hier lang. Dann glaube ich nochmal links. Und dann, ja genau, nochmal links. Und dann dürfte er hier... Da ist er schon. Telem, wunderwirkend. Dann gucken wir mal. Hier, da ist es, ne? So, sprechen wir ihn mal an. Ich habe hier ein Schreiben für dich. Ich habe hier ein Schreiben für dich. Es ist von Kaio, dem Feuermagier, der auf der Insel Adamos lebt.
So, dann gib es mir. Hier. Adarmos wird also von magischen Golems bedroht? Nun gut, ich ahne, warum mir Kaio diesen Brief geschrieben hat. Aber sag ruhig, wie ich euch helfen kann. Es geht um eine alte magische Waffe, die es hier auf dieser Insel geben soll. Kaio hofft, dass diese mächtig genug ist, um die Golems zu bezwingen. Ja, diese Waffe wäre mächtig genug. Und du hast Glück? Ich glaube, dass ich euch helfen kann, an die heilige Axt zu gelangen. Heilige Axt, genau richtig. Und was weiß der drüber? Was weißt du über die heilige Axt? Es gibt eine alte Legende, die über diese berichtet. Erzähl. Tamora war einstmals ein feuerspeiender Berg gewesen, der von Belia geschaffen wurde, um seinen Dienern eine Stätte der Anbetung zu schaffen. Diese Stätte soll sich tief im Innern der Insel befunden haben. Der Vulkan bedrohte jahrhundertelang die kleine Insel, bis er endlich nach einer ungeheuren Explosion zur Ruhe kam. Ein gutes Jahrhundert nach dieser Explosion müssen die ersten Siedler auf diese Insel gekommen sein. So berichtet es zumindest die Legende. Diese ersten Siedler waren Schäfer, die von einer anderen Insel herkamen und hier genug Nahrung für ihre Schafe vorfanden. Die Schäfer waren gläubige Diener des Gottes Innos und errichteten ihm zu Ehren einen Schrein. Dies wiederum erweckte Belias Zorn. Aus Zorn hierüber, dass nun sein verhasster Bruder Innos auf seiner Insel verehrt wurde, befahl er seinen Dienern, das Standbild seines Bruders zu zerstören. 13 mächtige Golems aus magischem, unzerstörbarem Gestein geformt, erhoben sich aus der Erde. Sie zerstörten das Standbild. Danach wollten sie die Bewohner der Insel vernichten. Doch Innos wollte dies verhindern. Er erwählte darum den Schäfer Harmon dazu, die Geschöpfe Belias zu vernichten. Er wies dem Helden eine Waffe, mit deren magischen Kraft es gelang, die Kreaturen des dunklen Gottes zu zerstören. Die heilige Axt. Ja, die heilige Axt. Nach der Vernichtung der mächtigen Golems gründete Harmon auf Tamora ein kleines Königreich. Die Burg, die du heute siehst, wurde zu seiner Zeit errichtet. Und was geschah dann? Nach Harmons Tod blieb die Waffe unauffindbar. Die Legende aber berichtet, dass Harmon die Waffe vor seinem Tod in einer Höhle versteckt haben soll. In einer Höhle, sagst du? Ja. Es kann sich aber nicht um die Höhle in den Bergen handeln, da in den Aufzeichnungen von einer unterirdischen Höhle die Rede ist. Und wo soll diese unterirdische Höhle sein? Das verraten leider auch meine Aufzeichnungen nicht. Ich hätte allerdings da eine Vermutung. Harmon residierte in der Burg von Tamora. Wenn es diese unterirdische Höhle wirklich geben sollte, dann würde ich zuerst in den Kellerräumen der Burg suchen. Vielleicht gibt es ja dort irgendwo eine Geheimtür oder Geheimwand, durch die man in das Innere der Höhle gelangen kann. Die Kellerräume der Burg sind verschlossen. Ich nehme an, dass Bruno den Schlüssel hat. Ja. Erzähle ihm aber lieber nichts von der heiligen Axt, wenn du ihn nach dem Schlüssel fragen solltest. Du traust ihm nicht? Warum sollte ich? Hat Bruno nicht bereits seinen eigenen König verraten, als er Tamora für unabhängig erklärt hat? Jo. Du hast recht. Ich werde ihm lieber nichts verraten. Aber was soll ich ihm dann sagen? Er wird mir den Schlüssel doch sicherlich nicht so ohne weiteres geben. Nun, das weiß ich auch nicht. Du musst dir eben etwas einfallen lassen. Na schön. Ich überlege mir, was man da machen könnte. Gut. Pass aber auf, wenn du tatsächlich Harmons Höhle da unten finden solltest. Die Legende berichtet von Gefahren, die jedem drohen, der es wagen sollte, die Höhle zu betreten. Was sind das für Gefahren? Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. In meinem Buch fehlen leider gerade die Seiten, die von diesen Gefahren berichten. Keine Sorge. Ich werde schon auf mich aufpassen. Hoffentlich. Adanos möge dich beschützen. Ja. Was hast du denn für Waren? Zeig mir deine Ware. Die ich eventuell kaufen könnte. Mir für 539 Gold. Na, da muss ich mich später drum kümmern. Nachdem ich mal unten auf dem Marktplatz da mal so ein bisschen, es wackelt wieder, mein Zeug verramscht habe. Also, gucken wir mal ins Loggi-Boggi. Schergen wir mächtige, mächtige Golems. Das ist nochmal. Telem berichtete mir. Gibt's irgendwas Neues? Jep. So, hat Bruno den Keller. Aber da war ja noch was. Muss ich gucken, wo das war? Wahrscheinlich woanders. Okay, jetzt geht's mal wieder runter zu...
speichere mal, weil hier liegt ja schon was. Telem, ich nehme mal was, wenn ich darf, ja? Er scheint ja zu gewähren. Ja, schön. Ist hier noch was irgendwie? Nein. Dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Hier, ob Telem noch was Leckeres versteckt hat. Alchemietisch. Meistens war hier noch draußen irgendwas. Moment mal, draußen war doch auch noch was. War das denn hier bei Telem draußen? Nee, das war wahrscheinlich woanders. Also runter zu Bruno. Und gucken, ob er mir den Schlüssel geben kann. Ja, ich muss mich hier wieder ein bisschen reorientieren, aber das ging ja eigentlich ganz fix. Also wenn man lange nicht mehr hier auf den Inseln war, dann braucht man unbedingt eine, also jedenfalls für mich, eine Reorientierung. So, Bruno saß ja immer hier irgendwo auf so einem Stühlchen, so ziemlich selbstherrlich. Speichern. So, Brunochen. Was befindet sich eigentlich in den... Was der befindet Burg? Sich eigentlich in den Kellerräumen der Burg? Warum willst du das wissen? Pure Neugier. Na schön. Im Keller lagern wir unseren Proviant, Nahrungsmittel, Wein und noch einiges anderes. Der Keller ist verschlossen. Habt ihr den Schlüssel? Ja, den habe ich. Sonst noch was? Ja. Könnt ihr mir den Schlüssel geben? Den Schlüssel? Wozu das? Haha, ich hab's geahnt. Ich wollte mal einen Schluck Wein trinken. Nur so, das wäre bekloppt. Ich wollte mir mal euren Weinvorrat... Habe ich noch gar nicht gelesen. Weinvorrat ansehen. Ich suche die heilige Axt. Ne? Da sagen wir, also Wein, also in vino veritas, in Wein liegt die Wahrheit. Gucken wir mal. Ich wollte mir mal euren Weinvorrat ansehen. So was dachte ich mir schon. Aber daraus wird nichts. Der Wein gehört mir und keinem anderen. Verstanden? Na kommt, eine Flasche könnte doch entbehren. Nichts da. Wenn du unbedingt was trinken willst, dann gehe gefälligst ins Wirtshaus. Ich muss mein Zeug zusammenhalten. Wer weiß, ob hier noch jemals ein Handelsschiff vorbeikommen wird. Au feia. Also, was gibt's denn noch für Optionen? Es wäre sehr gewagt, seinen Schlüssel zu stehlen. Ja, mach mal, Mama. Ja, na also, wer geschickt ist, der ist geschickt. Super. Gucken wir doch mal ins Logiboggy. Und zwar war das ja hier mächtige Golems. Bruno ist nicht bereit, den Schlüssel zum Keller herauszuholen. Ich muss mir also etwas anderes überlegen. Ja, das braucht man ja gar nicht großartig zu überlegen. Wir haben den Schlüssel uns erhascht. Also, jetzt muss ich mal überlegen, wo geht's denn in die Kellerräume? Da war doch ein Gitter. Hier... Aber wenn der... Moment mal, Schalter? Bruno, ich hab deinen Keller aufgemacht. Das hast du jetzt nicht mitgekriegt, oder was? Wenn das der... Also ich weiß da ganz genau, dass ich hier nicht... Upsa. Also... Ja. Oh, Weintrauben, siehst du? Zum Keltern, zum Wein machen. Und zwar Rotwein. Leckeren, herrlichen, trockenen Rotweinkrautstampfer. Was kann ich mir denn... Achso, ich dachte, ihr könnt mir jetzt was kräutern... Krauten... stampfen. Tja, also... Suppe. Wären wir hier auch schon mal. Oh, spannend. Also jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr im Fluss. Ja, hier, schaut's mal. Ein Van. Noch ein Van, falls. Dann haben wir hier noch einen Schalter. Ich guck doch mal hier in die Ecken, ne? Ach, scheiße, jetzt laber ich wieder irgendeinen Dialekt. Geh doch mal Hochdeutsch. Ja, mach ich. Aber erstmal speichere ich ab, um den Schalter zu betätigen. Haha. Musste ich jetzt, weil ich lange Zeit keine Musik gehört habe, musste ich mal leider wieder manuell aus- und anschalten. So, jetzt sehen wir hier, ist ein kleiner Durchgang. Mit Buddlerfleisch. Oh, jetzt wird es richtig schön unbefestigt. Also hier ist ein geheimer Gang. Dann gucken wir mal, wer kommt denn da um die Ecke? Das ist dann bestimmt ein untoter Gardist. Oh, ne? Breakdance auf der Stelle. Ah, kriegen wir doch hin. Wunderbar. Na, gibt's nur Knochen.
Hätte ich vielleicht doch noch... Ah, ich habe noch genug Gesöff. Das weiß ich. Okay. Vorsicht, da ist noch einer. Okay. Der knallt mich aber auch ganz schön. Fällt mir aber auch ein bisschen was. Na, wo ist sein Schwertchen? Ne, ich gehe mir erstmal hier hin. Oh, jetzt haben wir wieder ein neues Modell. Ne, ein altes Modell der Truhen. Auch mal gut zu sehen. Ach, ich sollte mal einen Quick Loot machen. Butlerfleisch. Und was bist du? Schwarzer Herzklumpen. Perfekt, den hacke ich. Super. Bis ich zu Ende gehackt habe. So, letzter Schlag. Nochmal wiederholt. Dann speichere ich mal. Mach mich frisch. Schwarzes Erz war doch das Zeitlupengestein, ne? Da ist nichts drin. Warum ist da nichts drin, liebe Leute? So, okay, hier haben wir noch ein Dunkelpilzle. Oh, oh. Oh, der Hauptmann. Oh, oh. Hau ab. Das ist ja gemein. Ich bin nicht weggekommen. Okay, dann versuchen wir es mal mit dem Pfeil und dem Giftpfeil und dem Bogen. Die sind echt knapp hier um die Ecke. Das ist ja gemein ohne Ende. Nicht. Wie sehe ich denn den Golem da an? Wächter des Artefakts. Oh, okay. Das ist schon mal gut, aber... So, er wird schon mal... Ach, er ist der... Hau ab! Der kommt tatsächlich durch! Der Heinz kommt da tatsächlich durch, aber hier wird er nicht durchkommen. Mist. Ja, okay. So. Ah, der Golem heißt Wächter des Artefakts. Okay. Das Artefakt. Okay, haben wir durch. Hostage zwei Hände und toter Gardist. Gibt es nur ein Knöchelchen? So, noch einen untoten Gardist. Fächer des Artefakts, Herz eines Eisgolems und vier Erze. Da ist nicht zu holen. Okay, gibt es denn hier noch was? Wächter des Artefakts. Okay, naja, ich muss jetzt mal hier weiter. Nicht zu holen. Kommt wieder so ein Heinz an. Gucken. Okay, nee. Ein toter Gardist. Ein toter Gardist. Kaputt, du bist. So, rostige zwei Hände. So, vielleicht sollte ich doch nochmal speichern. Jo. Gucken wir doch mal. Oi, 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 oi. Oh, rote Spinnenweben, da geht's noch weiter runter. Hubschrauber, Alarm. Jetzt gerade bei mir. Könnt ihr jetzt gucken, welcher Hubschrauber das ist. Und hier ist die heilige Axt. Also eine heilige Doppelaxt und eine Adanos-Statue. Perfekt, dann beten wir doch mal gleich. Spenden 100 Goldstücke und schenken mir Mana 1. Ja, schön. Ah, auf der Insel gibt es nur Mana. Popana. Gucken wir weiter runter. Also, die heilige Axt hätten wir jetzt eingeaxtet, eingesackt. Also hier scheint es nicht mehr weiterzugehen, ne? Gibt es noch irgendwelche listigen Symbole? Gucken, gibt es eventuell hier etwas zu finden mit dem Schalter? Nein. Wenn wir jetzt hier mal direkt vorgehen und klicken, klicken, klicken. Ja, da klickt sich auch nichts auf. Hm. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, ob es da irgendwie weitergeht, wenn ich irgendwas Spezielles habe. Ja, dann hätten wir jetzt sozusagen die heilige Axt. Die gucken wir uns jetzt mal auch an. Was hat die eigentlich für eine... So, Schlachtaxt geschärft. Also die sieht doch auch doppelaxtmäßig aus. Hier ist die heilige Axt. Schaden? Fragezeichen. Benötigte Stärke? Fragezeichen. Wert nicht einschätzbar. Aha. Gucken, ob ich die... Oh yeah. Oh. Fügt sich gut an. Fühlt sich gut an. Perfektor. Dann werden wir sie auch gleich wieder einstecken, weil nicht, dass er Bruno irgendwie Verdacht schöpft. Ach, dann gehe ich doch mal...
Ich brauche eigentlich gar nicht mehr zu Bruno. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich gehe wieder zurück zum Fischerdorf. Zur Varaninsel? Nein. Tamora Stadt, Innos Tempel, Steinkreis, Fischerdorf. Da ist es. Okidoki. Denn... Ja, und dann sollte ich mal kurz gucken, ob ich irgendwas habe. Mächtige Golems. Bruno ist nicht bereit. Das haben wir sehen. Mal eben nachgucken, wo das ist. Naja, bis auf Botschaft nach Tamora gab es nichts Neues. Okay, jetzt geht's wieder rüber. Welches Schiffchen war das? War es das oder war es das? Das wird das hier gewesen sein. Yep. Jawohl, für den König sind wir wieder an Bord gekommen auf... nach Adamos. Dann kann ich endlich was machen. Bestimme den... Adamos. Sup. Segeln wir zur Insel Adamos. Gut, wir werden sofort lossegeln. Sollte ich denn jetzt nochmal den Dorfvorsteher was sagen? Sollte ich denn dem Rosch noch was sagen? Das weiß ich jetzt allerdings nicht. Oder nachher noch zu Kayo gehen? Hallo, Rosch. Hallo. Ach, sieh mal an. So sieht man sich wieder. Was treibt dich? Habe okay. Hier noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Wie ist die Lage? Nicht so gut. Es gibt ein Problem mit einigen Golems, die hier plötzlich auf... Ja, das kennen wir. Aber nicht. Und was ist mit dem... Tja, die dumm... Verdammt. Genau. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Und Asche auf mein Haupt. Dass ich in einer Folge wirklich gepennt habe und dem Dorfvorsteher nicht zugehört habe, warum denn die ganzen Korsaren im Arsch sind. Oder? Piraten, Korsaren, ja, das waren die. Dann zurück zu... Hab ich dich eigentlich noch drin? Jetzt habe ich alles noch Taumora-Sachen drinnen, das ist doof. Da muss ich wahrscheinlich jetzt wieder ummodeln, ne? Ja, muss ich. So, Korsarenlager. Korsaren, ich vergaß. Korsaren. Die Korsareninsel. Ich eile, um gute Kunde zu tun, Herr Kayo. Ich habe jetzt eine Waffe. Ich habe jetzt eine Waffe, die in der Lage ist, die Golems zu zerstören. Innos sei Dank. Nun tue, was unbedingt getan werden muss. Ich weiß langsam nicht mehr, herrlich, was ich glaube. Herrlich, herrlich, herrlich. Gut. Okay, wir wissen ja, wo welche sind. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Zwar irgendwo hier. Fangen wir gleich mal mit den Golemsis an. Ein paar werde ich zerstören. Dann die Zeit ist wieder reif. Vorher natürlich die Waffe anlegen. Wo wir nicht wissen, was das Ding so kann. Oh, weia. So. Dann erspähe mich mal. Ach ja, der Ring wieder. Wie kann es denn anders sein? So, jetzt aber. Jetzt will ich es wissen. Ach, ich soll da oben noch hingehen. Aber erstmal gucken. Was hier passiert? Ach, da ist ja wieder das blöde Irrlicht. So. Okay. Oh, da ging mal fix. Sorry, Hustenanfall. Das ging echt. Ja, nee, dich brauche ich nicht. Steckte mir ein bisschen. Aha, magische. Okay. Steckte mir ein bisschen so in den Hals. So, Keiler. Der war mal der Keiler. Okay, bevor wir uns hier ganz entfernen, geht's nochmal eben rüber. Da oben sind noch ein paar Golems. Und die machen wir eben auch nochmal fertig, wenn das nämlich so easy ist. Dann sollte ich aber vorher nochmal was trinken. Also meine Energie erstmal wieder auffüllen. Nimm-di-dim-di-dim-di-dum. Nämlich vor dem Kloster stehen sie nämlich. So, da sind zum Beispiel zwei Stück. Supi. Dann kommt mal einer an, bitte. Denn wenn ich nur einen Schlag brauche... Hallo? Oh, nee.
Kommen jetzt beide an oder was? Das war. Mist. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Im Wasser. Oh, ho, ho. Kacke. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ach ja, da war eine Leiter, ne? Genau, hier. Oder eine Liane. Genau, richtig. Gluck, gluck. Hm. Wenn ich jetzt die Golem-Schutzrüstung anziehe, ob ich dann weniger weit fliege? Man weiß es nicht. Ach, Waldbeeren. Mhm, okay. Spring doch mal hoch, genau. Ach, hier, einer ist kaputt. Okay. Sind denn beide im Arsch? Tatsache. Sind beide im Arsch. Sorry. Ja, dann hätten wir die hier erstmal auch erledigt. Emilio hat noch ein bisschen was. Das ist schön. Ah ja, hier gab es ja noch... Oh ja, das war ja die alte Kapelle. Genau, richtig, hatten wir. Jetzt fällt es mir wieder ein, dass jetzt Schluss ist. Okay, danke fürs Zuschauen. Schreibt Kommentare und einen Daumen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.